Legen wir los. Ja. Pam. So, endlich wieder mal Feel Good Podcast in einer Solo-Folge. Nicht ganz solo, der Produzent, Christoph Soltmanowski. Hallo. Boah, schön gesehen. Ist auch am Start und ich nutze eigentlich die Solo-Folge auf, um mir gratis Kaffee abzustauben. Und danach verpisse ich mich wieder. Weil es ist einerseits viel passiert und andererseits ist nichts passiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen grundsätzlich in dem Leben der Menschen momentan. Man hat das Gefühl, wow, es passiert so viel. Und danach schaust du mal, was so über den Verlauf der letzten Monate passiert ist und findest, eigentlich ist gar nicht so viel passiert. Also, aber trotzdem irgendwie, das Leben kommt schon irgendwie wieder zurück, oder? Mega. Und das ist nicht mehr gewohnt, dass Sachen passieren. Eben, darum ist es einfach wirklich so, wenn du irgendwie mal länger Zug fährst, weil du jetzt mal in einen anderen Teil von der Schweiz gehst, dann ist das auf einmal etwas wieder ultra spektakuläres, weil du es auf die Ewigkeiten nicht gemacht hast. Aber wir zum Beispiel, wir haben jetzt wieder angefangen mit Auftreten, oder? Ein paar haben wir ja schon gehabt. Seit, was ist jetzt? Eineinhalb, zwei Monate, so. Jetzt wird es langsam ein bisschen spannender mit 100er Beschränkung drin und 300 draussen. Aber es ist so warm. Und wie ist denn mit dem Publikum? Ist das jetzt durch den Entzug dankbarer geworden? Oder ist das geht ab bis auch. Das geht ab bis auch. Wirklich. Ja, aber ich muss dazu sagen, wir haben bekommen im Balz, wo wir zu Basel veranstalten, dort haben wir auch richtig rausgehauen. Weil dort haben wir im Mai, es war noch 50er Beschränkung, wirklich nur 50 Personen. Und da habe ich gefunden, nach eben so langer Zeit und so langer Pause werden wir 50 Tickets eh wegkriegen. Also habe ich auf Risiko gesagt, wir machen einfach Überraschungs-Line-Ups. Wir sagen nicht, wer kommt. Es gibt einfach 50 Tickets. So. Und natürlich kann ich die Menschen mit dem belohnen. Oder? Und erste Show ist schon recht geil gewesen. Dort war unter anderem der Charlie gewesen. Aber die zweite Show, dort haben wir noch ein bisschen mehr Vorlauf gehabt. Das heisst, mit der Tat hat es dann wirklich geklappt, dass an einer Show Stefan Büsser, Rob Spence und Chaos Theater Oropax. Wow, cool. in einem Keller von einem Club und 50 Personen haben geschaut. Also weißt du, das ist ja sonst, ich habe es mega geil gefunden. Also ich habe gar nichts mehr machen. Ich habe wirklich auf die Namen angesagt und bin wieder von der Bühne gegangen. Aber das ist ja schön, da sieht man, ihr macht das ja nicht wegen dem Geld oder nicht nur wegen dem Geld, sondern weil ihr es einfach machen wollt, oder? Absolut. Ich meine, der einzige Kollege, wo ja Manager ist, der Tim, hat gesagt, ich habe jetzt mal schnell in meinem Kopf gerechnet, was die Show normalerweise würde kosten. Weißt du, wenn alle Künstler auftreten, ihre normale Gage hätten, dann könntest du nie im Leben 50 Leute reinlassen und die irgendwie, was haben wir gehabt, 30 und 35 Franken. Man muss einfach schauen, dass es nicht so Gewohnheit wird, oder? Wenn man den Preis mal senkt, dann ist es ja schwierig, den nachher wieder hochzubringen. Nein, also, aber weißt du, bei einer Mixed-Show ist das ja immer schon so gesehen. Also, ja, Scherz. Dort machst du wirklich einfach, entweder machst du mit oder nicht. Aber sonst hättest du etwas am Arosa Humor Festival und könntest im grossen Zelt und würdest irgendwie, keine Ahnung, 60, 70 Eier verlangen. Also die Leute wären einfach gar nicht verfügbar, die haben gar keine Zeit, um dort anzureisen, oder? Also für wahrscheinlich. Wahrscheinlich, vor allem nicht mit der kurzen Vorplanung, ja. Weil das mache ich jetzt gerade nochmal. Ende Juni haben wir nochmal eine Mixed-Show im Old Capitol, Langenthal. In Langenthal ist das eigentlich, ich muss gestehen, ich bin noch nicht da gewesen. Man hört das aber viel, das ist, die haben glaube ich noch ein gutes Programm. So. Super. Die holen auch zum Teil, Location, oder? Die holen zum Teil auch exklusiv Menschen in der Schweiz, die wirklich nur dann dort spielen, weil Langenthal natürlich perfekt gelegen ist, geografisch, dass vor allen Ecken aus der Schweiz Menschen können kommen, die schauen, zum Beispiel, was ist exklusiv gesehen? Grandmaster Flash. Wo? Gibt's denn noch, ja? Ja, eben, ja. Grandmaster Flash ist im Old Capitol, im fucking OC in Langenthal. Ist der auftreten und Steinzig Schweizer Gig gesehen. Weil von Zürich hast du irgendwie knapp drei Viertel, von Basel hast du knapp drei Viertel, von Luzern, ja, eigentlich von überall, oder? Und
Dort machen wir jetzt auch eine Comedy-Show und dort sind es Helga Schneider, Stefan Büsser, Rob Spence. Geht ab, du. Es geht ab. Und ich moderiere einfach noch. Und das eben, so, dass du so eine Show kannst zusammen planen, du müsstest, ja, Verfügbarkeit ist wahrscheinlich sonst gleich null. Und wenn, dann musst du schon 2-3 Jahre im Voraus schauen, dass dann alles klappt. Und es müsste ein besonderer Anlass sein, oder? Was eben wie alles eben. Haben, was sich etabliert hat. Aber, genau. Und darum, so Zeugs macht natürlich jetzt noch Spass. Für alles andere warten wir sicher bis Herbst. Solo ist eh schon geschoben gewesen. Ein Solo kann ich, mache ich schnell eine Werbung dafür. 2. Juli, Unterwasser, St. Gallen, im Zeltainer. Auch sehr bekannt, bin ich noch nie gesehen, es ist eine großartige Location. Kenne ich auch nicht. Es ist wirklich so eine Zelt, wo zu einem Theater umfunktioniert wird. Und darum ist es auch eher in der Wärme im Monat. Also das ist eben genau, quasi Cäsar machen sie dort genau umgekehrt. Ah, cool. Das ist der einzige Solo-Termin, den ich habe, und der Rest ist dann alles Herbst. Und wie hast du dich jetzt auch wieder müssen warm spielen in dem Sinn? Rostet man da ein bisschen ein, wenn man jetzt lange so Covid-Pause gemacht hat? Oder? Ja, rostest du ein bis zur zweiten Show. Ja. Also es ist wirklich halt so, zuerst brauchst du ein bisschen zum Gefühl kriegen. Und ich glaube, das ist wirklich mehr, es ist nicht einmal wie oft du spielst, ich glaube, es ist wirklich die Anzahl Minuten. Also weißt du, einfach so nach 20 Bühnenminuten bist du langsam wieder drin. Ja. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn du die gerade am ersten oben hast und danach ist wieder alles in Ordnung. Das andere ist mir halt einfach sich an das Zeug erinnern. Ah. Also mein Solo-Programm, das habe ich schon so wenig gespielt bis jetzt. Ich habe es jetzt 7-mal gespielt. Ich glaube 3 Tryouts. 3 Tryouts? 2 oder 3? Nein, sicher 3 Tryouts. 3 Tryouts, 3-mal Basel, Premierenwoche. Jetzt sind wir bei 6. Ich habe es nicht mitzählt. Ja, 3 und 3 sind 6. Ja, gut. Ja, wahrscheinlich, ja. Nein, wann kann ich das endlich mal schauen? Ich wollte das unbedingt mal sehen. Oder so gar nicht ja, sehen. Ja, eben. Ich wollte es auch unbedingt mal sehen, weil ich weiß nicht, wie es geht. Ja, also darum, ich habe so wenig gespielt, dass Tryouts zählst eh nicht dazu. In der Premierenwoche spielst du dich warm und dann würdest du so richtig in den Groove kommen. Und du änderst immer noch so kleine Sachen. Das heisst, es wird jetzt noch 2 weitere Premiere geben. 2. Juli und dann, glaube ich, 7. Oktober ist die nächste. Das sind wie neue Premiere. Aber auf das freue ich mich auch. Also es wird easy. Ist toll, aber dann hast du ja doch nochmal einen Break oder 2. Juli und dann nicht bis zum 7. Oktober. Das ist dann also einfach nochmal eine Premiere nicht. Viel. Solo nicht auf jeden Fall. Ja. Sonst haben wir schon ein paar Sachen. Ja. Aber nicht viel. Weil Sommer ist immer Sommer. Oder? Da musst du jetzt auch nicht groß. Da musst du jetzt auch nicht groß wählen. Aber darum, das Warmspiel ist recht schnell gegangen. Erste Show dort im Casino-Theater, dort habe ich es noch ein bisschen gemerkt, aber es war mehr so Timing-Geschichte gesehen und so. Das ist einfach irgendwie, fühlst dich wenig ganz um, so nicht ganz da. Und nachher ist es dann aber sehr schnell gegangen. Vom ersten Auftritt habe ich einen Vlog gemacht, sehr empfehlenswert, auf meinem YouTube-Channel, dass man das mal ein bisschen sieht. Sven Ivanic ist noch dort gesehen. Charlie ist auch dort gesehen, aber nur geschaut. Aha. Hat sich nicht getraut. Und jetzt ist wirklich so vom Feeling her, ist mir warm gespielt. Jetzt kannst die kurzen Sachen sowieso. Und beim Solo habe ich auf 2, 3 Sachen, wo ich weiß, weil das ineinander rein spielt, wo ich mich irgendwie daran erinnern muss. Jetzt noch schnell wichtige News, die du mir gerade vorher erzählt hast. Ich habe gerade Sven erwähnt, ich habe gerade Charlie erwähnt. Im legendären Jubiläums-Podcast, wo Sven, Charlie und Frank zu Gast gesehen sind, haben wir am Anfang sehr viel, ich sage jetzt mal so, rhythmische Federgeräusche gehört, wo uns sehr an ein Bett erinnert hat. Ja, so eine alte Matratze mit so genau, Stahlfedern mit, drin. Yeah. Und sehr rhythmisch und so. Ja. Und darum ist natürlich die starke Vermutung gesehen, dass bumst wird. Jetzt hast du herausgefunden, dem ist nicht so. Es auch mit B, aber Boxen, also so ein Boxbirne, wo man unten, also ich weiß nicht, wie man dem sagt, wo man unten und oben an einem Seil anmacht oder so das Gummiseil und dann so dagegen schlägt, so ein Boxbirne, oder? Es gibt ja die, wo man aufhängt oder genau. So zurück pendelnd. Ja. Aber es gibt auch die, wo man so spannt.
Genau. Und dann habe ich da mal gesehen, dass der Kollege da oben trainiert. Ja, dann macht es dann und so. Ja, absolut. Und dort muss aber auch schön im Rhythmus bleiben. Mhm. Weil wir haben uns noch gefragt, wie kann das so lange im gleichen Rhythmus bleiben? Aber das zeigt ja, dass ihr viel Fantasie habt, oder? Wir haben extrem viel Fantasie. Mhm. Wenn wir etwas mit Rhythmus hören, haben wir das Gefühl, es wird bumst. Das ist das Level von unserer Comedy. Mhm. Okay. Vatergrisch im Rhythmus. Ja, du musst bumst werden. Sehr fantasievoll, muss ich sagen. Mhm. jetzt, was machen wir mit dem Solo-Podcast? Habe ich schon mal erzählt. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Die ist podcast@joelvonmutzenbecher.ch. Da kann man alles Mögliche schreiben. Ja, da kann man eine Frage schreiben, falls man meinen unglaublich wichtigen Rot will haben. Da kann man auch Lob, Tadel, all das Zeugs. Und ich kann dir sagen, wie viele Mails sind gekommen? 50. Seit letztes Mal kein einziges. Null. Das heisst, sie sind alle zufrieden und finden eigentlich, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielleicht. Wir haben ein mega tolles Mail gekriegt, wo ich das erste Mal aufgerufen habe. Ich erzähle das ja nie, dass es die E-Mail-Adresse gibt. Mhm. Also weißt, aber darum sage ich es jetzt wieder mal da. Das wird auch ein toller Test, wie viel die Solo-Folgen hören. Aber man kann ganz viel Verschiedenes dort reinschreiben natürlich. Eben, Fragen sind immer gut, aber sonstige Bemerkungen sicher auch. Und ich bin sehr fasziniert ab der Mulde da draußen. Darum bin ich ein bisschen abgelenkt. Weil die tun ja eigentlich mal schnell das ganze Haus ausräumen, für eine kleine Seite-Info. Ich weiß nicht, also einerseits habe ich mir überlegt, ich gehe dort mal graben, vielleicht finde ich noch irgendetwas schönes, antikes Möbel. Irgendeine schöne Asbesttüre oder ein altes Nachttischchen, wo noch ein Bitcoin drin versteckt ist oder etwas so. Ja. Wertvolles. Und dann hast du Wallet-Code nicht, genau, und dann kannst du nicht einlösen. Ah. Oder die andere Überlegung war, habe ich nicht auch noch irgendwo Krümpel rumstehen, wo ich loswerden könnte ich das bei Nacht und Nebel einfach mal schnell einfach noch einer da drauf rühren, es fällt eh nicht auf. Das stimmt, das, natürlich. Ja, weil es ist auf der hohen Mulde. Ich habe mal eine Geschichte gehört, keine Ahnung, ob sie stimmt, aber es ist sicher eine lustige Geschichte, von meiner Bekannten, wo einmal eine Mulde hat geholt und abgemacht hat, alles in der Mulde und alles, was im Gang ist, im Hausgang, weg. Ne? Mhm. Und dass dann zeitgleich die Nachbarn in die Ferien haben wollen, und ihre Koffer in Gang gestellt haben und dann die Mulden-Menschen die Koffer mitgenommen haben. Ja, das kann passieren. Das, bei mir war es so, dass der Nachbar ausgezogen ist und ich habe auf dem Estrich irgendwie eine halbe Tonne, ich habe mal irgendwie Papier einkauft, viel zu viel hat mir irgendjemand aufgeschwatzt, einfach A4 Papier. Und dann haben die Zügelmänner die Anweisung gehabt, wohlgemerkt im 5. Stock ohne Lift als Haus. Alles ausräumen im Keller, und im Estrich, und sie hat den falschen Estrich ausgeräumt. Dann komme ich an und sage, hey, ich könnte die ganze halbe Tonne Papier wieder gut tun. Was? Ja. Also warte jetzt, wem sie Estrich haben sie am Schluss ausgeräumt? Meine, statt der vom Nachbar, der gezügelt ist. Eine halbe Tonne Papier? Ja. Und dann einfach zu Fuß, oder? Das ist dann Spass gewesen. Nein, aber die viel wildere Story, die man da in den Sinn kommt, ich weiß nicht, ob das ein Urban Legend ist, ich glaube, das erzählt man sich über das Gurten-Festival, wo irgendwie dann nach dem Wochenende am Montagmorgen, also man hat dann einfach den ganzen Abfall zusammengekehrt und die Zelte und Sachen, die dann stehen bleiben. Yeah. Dann hat es am Schluss einen grossen Abfallberg gehabt und am Montagmorgen sind noch einen aus dem Abfallberg rausgekrochen. Hey, das ist mit so, sagt, das ist sowas von möglich. Ja, eben, das, ich glaube, das stimmt, oder? Ja. Ob man das, welchem Festival man das muss zuordnen. Aber es wird wahrscheinlich so, das ist wahrscheinlich so wie die Helga, irgendetwas, wo überall ein bisschen verortet wird. An jedem Festival ist sicher schon mal jemand aus dem Abfallberg rausgestiegen. Hundertprozentig. Finde ich voll ein schönes Bild. Wir wissen ja nicht, wer alles nicht aus dem Abfallberg rausgestiegen ist. Ja, wobei du hörst ja, also... Vermisst, die gibt es ja selten nach Festivals. Halben Tag vielleicht, eben, und dann steige ich aus dem Abfallberg raus. Jetzt wird doch wirklich. Ich habe manchmal das Gefühl, wir steigen auch bald aus dem Abfallberg raus, weil die ganze Bude hier ausgeräumt wird. Wir sind ja noch ein bisschen hier in diesem Studio und danach wird irgendwann gezügelt. Ja, also man hat mich so friert, dass ich dann auch bleiben kann. Das kostet dann einfach eine hübsche Summe.
auch ein bisschen mehr, ja. Ja, logisch, logisch. Also wir brauchen noch Sponsoren, dann können wir uns das genau leisten. Dann können wir auch noch einen Sponsoren-VIP-Lounge da einrichten. Weil das willst du unbedingt bei einem Podcast. Aber man kann es probieren. Mhm. Man kann es natürlich probieren. Mhm. Drum, genau. Das finde ich schon mal ein gutes Ding. Erzählt, damit wir etwas Spezifisches haben. Erzählt eure Abfall-related Story. Sei es mit Mulden, sei es an einem Festival aus einem Berg raussteigen, sei es Sachen, die man fälschlicherweise wegwirft oder später findet. Ich habe ja so Zeugs, weißt du, wo ich jahrelang das Gefühl hatte, das habe ich verloren oder es ist gestohlen, das kann ja gar nicht sein. So. Und dann irgendwann merkst du einfach in einer Papier gucken, irgendwie unter dem einen Koffer, den du nie brauchst, findest du auf das Zeugs, es gibt alles Mögliche. Was, wenn du jetzt könntest eine Mail schreiben an podcast@joelvonmutzenbecher.ch, ja. Was würdest du jetzt dort reinschreiben? Also jetzt ist mir gerade eine Story in den Sinn gekommen, und zwar habe ich neulich mal im Keller wieder gewühlt, also jetzt seit der Covid-Zeit habe ich mal gefunden, ich habe mal irgendwie Aktionswahn gehabt, muss jetzt den Keller räumen. Und dann habe ich tatsächlich in einer Plattenhülle inne einen Liebesbrief gefunden von einer Verflossenen, wo mir aber nicht bewusst war, dass sie mir das je geschrieben hat, was sie mir da geschrieben hat und so. Sicher nicht. Das ist aber irgendwie 30 Jahre her. Also, Du hast den Brief gar nie bewusst gesehen? Nein, also sie hat mir offenbar, also es war nicht ein netter Brief gewesen, sondern es war wie so ein Abschiedsbrief gewesen. Ja, okay. Aber sie hat mir wahrscheinlich irgendwann wortlos einfach die Platte zurückgegeben und den Brief innen da. Und ich habe gar nicht gecheckt, dass dort noch ein Brief drin ist. Und den habe ich jetzt erst 30 Jahre später gelesen. Und dann irgendwelche Sachen, ja, du hast das und jenes gemacht. Und ich konnte den Zusammenhang nicht mehr rekonstruieren, was sie mir da vorwirft und so. Aber es ist einfach lustig. Das ist ja weltklasse. Ja. Aber ist gut, eigentlich im positiven Sinn, ist es gut, dass es so ein Abschiedsbrief war. Ja, vielleicht hätte mich das damals, es ist dann einfach ein wortloser Abschied gewesen, aber der Abschied wäre eben gar nicht wortlos gewesen. Also, sondern, eben, siehst du jetzt. Ja. Aber irgendwie ist es so, muss ich leider sagen, so belanglos. Ich kann mich dann kaum noch daran erinnern, was da genau war und so. Ja, aber das ist doch immer so. Schon noch, ja. Das ist doch immer so. Du hast ja dann zum Teil irgendwie zwei Wochen lang hast irgendetwas mega in dir rein und dann ist es wirklich oft so gesehen, wie du dort mal Tschüss gesagt hast. Ja, irgendwie so, ja. Aber stell dir vor, das war jetzt der ultimative Liebesbrief gesehen, nicht so ein Abschiedsbrief. Dann lese ich den 30 Jahre später, dann fährst du auf einmal alle Lebensentscheidungen an. Wie hätte sich mein Leben, wir hätten, weißt du, könntest du so rekapitulieren, wir hätten geheiratet, drei Kinder und dann wäre das passiert. So, ja. Genau. Ja. Da fällt mir eine Geschichte zu. Nächstes Thema, Liebesbrief, finde ich sehr spannend. Ich habe mal bei einem Kunstprojekt, bin ich als Performer bucht gesehen. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, aber es ist ja ein Podcast. Wir haben 37 Stunden Zeit. Und zwar ist das ein Seitenprojekt gesehen von der Art Basel, große Kunstmesse Basel, oder? Und das hat geheissen 14 Rooms. Ja. 14 Rooms, sehr geiles Konzept. Da haben sie wirklich so einen langen, weissen Gang gehabt. Und alles einzelne Zimmer. Und jedes Zimmer von diesen 14 Zimmern, eben die 14 Rooms, ist in sich eine eigene Kunstinstallation gewesen. Also eine Installation oder ein Projekt oder hat alles Mögliche gegeben. Das eine hat geheissen Revolting Doors, glaube ich. Mhm. Wenn sie sich drehen, ist das Revolting oder Revolving? Aha, wahrscheinlich. Revolving oder Revolting? Mein Englisch ist absolut. Ich glaube Revolving, ja, wie der Revolver, oder? Ah, wegen dem, zu drehen, ja. Mhm. Also, auf jeden Fall, drehen die Türen, fuck it. Drehen die Türen! Und das sind wirklich oft so, ich weiß nicht wie viel, ich glaube sechs Leute, die oft so im Kreuz in so einem runden Zimmer auf konstant sich gedreht haben. Immer so schön im Kreuz sind sie gelaufen. Also, sie müssen laufen, die sind nicht gedreht worden, sondern. Nein, die sind wirklich gelaufen, immer so ein bisschen militärisch gestampft eigentlich. Und das Geile an diesen drei Türen ist gesehen, dass das ein Seiteneingang ist. Und die Menschen sind vorne, sind sie zum Teil zwei Stunden angestanden, damit sie in das hure 14 Rooms können. Dabei hättest du bei der Seite oft über das eine Zimmer rein können. Ah. Anyway, das sind alles die Zimmer gesehen. Und ein davon hat geheissen Swap. Von einem
Ich behaupte, ungarischer Künstler, bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, ungarischer Künstler, der geheißen hat Ondak. Und das 14 Rooms haben sie, glaube ich, schon in Australien gemacht und an anderen Orten, und dann ist es auf Basel gekommen. Und das Konzept von diesem Swap ist gesehen, du hast in diesem Zimmer nichts, außer einen kleinen Tisch und Roman Ondak, glaube ich. Ich habe es gefunden, ja. Ja? Roman Ondak Swap Performance at 14 Rooms, ja. Mhm. Alles klar. Mhm. Sehen Sie es. Mhm. Ja, musst ja, nicht ja, laufen. Ja. Sondern die Idee ist wirklich gesehen, du hast einen kleinen Tisch auf dem, in der Mitte von diesem Raum. Ein Mensch, der hinten dran hockt mit einem weißen Hemd. In dem Fall ich oder 3 Stunden später jemand anders oder 3 Stunden später wieder jemand anders. Und ein Gegenstand auf dem Tisch. Und dann sind Menschen dort reingekommen und dann hat die Rolle vom Performer, in dem Fall von mir, gesehen, den Gegenstand auf dem Tisch zu täuscheln gegen einen anderen Gegenstand von irgendeinem Besucher. Also du hast ihn überzeugen, dass er das tauscht? Das ist eben der Punkt. Es hat sehr spannende Dynamiken gegeben. Manchmal musste die Person überzeugen, weil viele haben natürlich gesagt, ich habe nichts. Und dann sagt man hat immer irgendetwas. Und es hat aber auch das andere gegeben, dass Menschen gewusst haben, dass man das machen kann und sehr bewusst da angegangen sind, um entweder etwas loswerden oder etwas gegen etwas einzutäuscheln, weißt, was sie toll fanden. Zum Beispiel eine hat wirklich immer eigene Kunstwerke mitgebracht. Die ist jeden Tag wieder gekommen und hat sie wieder ein neues Kunstwerk gehabt. Die hat alles so Bleistiftzeichnungen gemacht. Sau geil. Und dann halt immer hat sie gewartet, bis irgendein Gegenstand auf dem Tisch war, der ihr gefallen hat. Und dann hat sie gefunden, sie würde es wählen. Und sie wird es für das täuscheln. Und die Idee ist auch immer gesehen, dass du nicht unbedingt den materiellen Wert bevorzugst, sondern halt eben, dass es irgendeinen emotionalen, künstlerischen Wert hat. Das heisst, ein Feuerzeug hast du jetzt nie eingetäuscht. Sprich, das ist das Letzte, was ich eingetäuscht habe, nach 2 Tagen oder was es gesehen ist. Und ich war der letzte Performer gewesen, vor diesen 10 Tagen. Es hat geheißen, das allerletzte kann man dann heimnehmen. Finde ich voll geil. Am Schluss ist es wirklich gesehen, also 40 dann halt. Aber, lang ausgeholt, zum erzählen, Menschen sind auch gekommen, um bewusst etwas wegzugeben. Und in dem Fall ist am ersten Tag, dort habe ich noch auf Deutsch performt, nachher musste ich auf Englisch, müssen, weil halt many international guests. Und am ersten Tag habe ich noch auf Deutsch performt und dann ist eine gekommen, die ist extra von Bern gekommen. Und die hat einen 12-seitigen Liebesbrief handgeschrieben, mitgebracht von einem Verflossenen, sagen wir jetzt mal. Ja? Also von einem, wo sie nicht mehr zusammen ist. Sie hat sich getrennt, hat sie alles erzählt in diesem Raum. Und er hat eben ihre dann, nach der Training, hat er ihr nochmal so einen riesen Liebesbrief geschrieben und sie ist so ein bisschen hin und her gerissen gewesen. Und sie hat wollte abschließen mit dieser ganzen Geschichte und hat darum den handgeschriebenen Liebesbrief mitgebracht. Und gesagt, sie will den hier eintäuscheln und so wissen, dass er definitiv weg ist. Das ist aber eine komplizierte Form vom Los, weil sie könnten doch einfach verbrennen oder ja, aber ich glaube, es ist schon noch wichtig gesehen, dass der irgendwie weiter existiert. So, also, ich habe das eine schöne Idee gefunden. Natürlich kannst du verbrennen. Spannend, das ist nämlich so Storys, wo irgendwie man besessen ist von einem Geist und um den loswerden muss man den quasi in jemand anderem unterbringen. Oder so. Wahrscheinlich, ja. Also eben, es ist wirklich so gesehen, sie will auf nichts mehr damit zu tun haben. Und es sind vielleicht 4-5 Leute in diesem Raum gesehen. Und oft hat man als Performer, wenn du an dem Tisch gesessen bist, hat man halt auch noch ein bisschen über den Gegenstand geredet. Es ist wirklich darum gegangen, dass es halt ein Austausch ist zwischen den Leuten. Oder? Das heisst, sie hat lange von dem Liebesbrief erzählt. Ich habe dann genommen und habe gesagt, oha, das sind ja viele Seiten und solche Sachen und so. Hat dann sogar, ich glaube, den Anfang vorgelesen. Und mit Erlaubnis natürlich. Und danach hat dann irgendwann so auf den Tisch da und habe gesagt, so, wer will der für was? Und danach meldet sich ein Herr im Ecke. Und das war alles auf Hochdeutsch gesehen, logischerweise dort. Das habe ich schon müssen. Und danach sagt er so: Ich hätte Interesse. Ja. aber ich habe leider nur die NZZ. Weil er hat wirklich so eine Zeitung unterm Arm gehabt. Oder? Und jetzt ist das nicht unbekannte Schauspieler gesehen. Aha. Und
ich habe das gewusst, ich sage jetzt den Namen nicht, vielleicht will er das auch nicht, aber ich habe es gewusst, wir sind vier, fünf Leute gesehen, und dann habe ich gesagt, die NZZ ist jetzt noch nicht so spannend, aber dummerweise weiß ich, dass sie Schauspieler sind. Jetzt könnte sie ja vielleicht die NZZ stellvertretend noch mit einer Performance eintäuscheln. Das heisst, sie tun zwar die NZZ einfach da anlegen, ja, aber die kommt nicht ohne nichts, sondern es gibt noch eine Performance dazu. Und danach hat er sich das kurz überlegt, dann hat er gesagt, aber für das müsste die Tür zu sein. Und dann hat jemand anderes die Tür zugemacht und dann sind wir wirklich, glaube ich, vier oder fünf Leute sind einfach in dem geschlossenen Raum gesehen. Spannend, ja. Und dann hat er einen Monolog gehalten. Mhm. Und es ist etwas vom Geilsten, was ich jemals gesehen habe. Ich kann dir nichts mehr davon erzählen, natürlich. Aber weil das geheim ist, oder warum? Oder weil du es nicht mehr weißt. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Aber was? Wieso halt müssen Türen zu sein? Ich meine, einfach, dass er wirklich, dass halt explosiv ist, oder? Genau, für die Menschen dort performt, wo da drinnen sind. Mhm. Weil sonst irgendwie oft, ich glaube, sonst hat er sich ein bisschen dumm vorgekommen. Mhm. So. Weil er ist ja in dem Moment nicht Teil von dieser Ausstellung. Sondern er macht das quasi privat, aber... Sonst würde man meinen, er hat das als Plattform missbraucht. Was auch immer, ja. Und dann hat er wirklich oft für die vier, fünf Menschen hat er einen Monolog gehalten. Und die den Brief gebracht hat, die hat wirklich ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Vielleicht bildet man das jetzt auch ein. Aber ich habe dann sie so gefragt, habe gesagt, ist das in Ordnung, wenn er den Brief nimmt für die Performance und die NZZ? Und sie, ja, absolut. Und dann haben wir das getäuscht. Und das, ohne Scheiß, das werde ich mein Leben nie vergessen. Das war einer der geilsten Momente von den 10, ich weiß nicht, wie viele Tage ich dort effektiv gemacht habe, aber viele Tage, immer wieder so in 3-Stunden-Schichten. Und es hat ein paar spannende Sachen gegeben, aber das ist etwas vom Geilsten gewesen. Weil einfach, ihn hat, glaube ich, wirklich der emotionale Wert hat ihn so Wunder genommen von diesem Liebesbrief. Oder? Und ist sich nicht schade gesehen dafür, für die Menschen da drinnen auch noch eine effektive Performance zu machen. Und es ist eben nicht so, pretentious, selbstverliebt, was weiß ich, gesehen. Es ist so aufrichtig und ehrlich gesehen. So herzlich und ja, cool. Ja. Mhm. Und du weißt ja, dass ich sehr ambivalent bin gegenüber Schauspielern. Schauspielerin. Wenn du das sagst, so bewusst ist mir das nicht. Nein, warum? Nicht? Nein. Das haben wir das letzte Mal besprochen, weil also, halt immer alles, immer alles eben so fake ist, weil so viele Schauspieler... Ah, das meinst du, dass die Schauspieler ein Problem haben, dann sich selber ziehen und aus ihrer Rolle rauszukommen. Ja. Ich habe nämlich wieder ein Beispiel. Das letzte Mal hat er erzählt vom Robert Downey Jr., wo er beim Letterman ist. Das ist ja noch Publikum. Jetzt habe ich aber ein neues Beispiel gefunden. Auf Netflix, Frank Elstner trifft im Gespräch, am Tisch, ich weiß nicht, wie sie es nennen. Aber halt einfach, er macht Interviews, oder? Ja. Tipptopp. Er macht die besten Interviews, ja. Wirklich? Ja. Super schöne Sachen. So. Und da hat es spannende Leute, weniger spannende Leute und so, aber es ist immer unterhaltsam. So, und dann irgendwann trifft er Daniel Brühl. und der Daniel, schon wenn er reinschaut am Anfang, denke ich einfach so, du bist keine Sekunde acht. Du bist keine Sekunde acht. Und du hast die Augenbrauen aufziehen und hat so ein verschmitztes Lächeln und so. Und das sind eben dann die Bereiche, wo ich abstelle. So. Mhm. Hast du Jim und Andy endlich geschaut? Nein, Kopf, okay. Ja. Aber fragst mich das nächste Mal. Dann alles genau. Hausaufgaben nicht gemacht. Jim und Andy, okay. Mhm. Okay, ich sag's noch ein letztes Mal. Podcast at joelvonmutzenbecher.ch. Ich hätte jetzt mega lange überlegen, wie mein Name ist. Und dort schreiben, was ist eure Abfallgeschichte? Finde ich großartig. Was ist eure Abfallgeschichte? Muldengeschichte oder irgendwie so? Und zum Thema Liebesbrief kann man auch gerne reinschreiben. Spezifisch. Gute und Kombination Abfall und Liebesbrief. Ja, vielleicht hast du auch mal einen Liebesbrief in die Mulde geschmissen. Ja. Ich glaube, ich habe alle so persönliche Briefe, die liegen wirklich alle noch im Keller. Irgendwie hat man Respekt davor und ich verstehe auch die Frau, die du da geschildert hast, dass sie das nicht einfach vernichtet, sondern... Geil. Das hat, hat ja irgendwie eine Seele, auch wenn es vielleicht... Es hat irgendeine Berechtigung, dass das noch nicht mehr bleibt. Ja. So, ja. Ich hab zwei so schwarze Kisten und die eine ist voll mit Föteli, Postkarten, Grußkarten zum Geburtstag,
irgendwelche alten Artikel von mir, die meine Großmutter damals noch gesammelt hat und so. Also das ist so die positive Kiste. Mhm. Und die andere Kiste... Die negative Kiste. Ich würde sie eben nicht negativ nennen. Die andere Kiste ist so... Alles, was irgendwie mit ich sage jetzt, Life Lessons zu tun hat. Und dort sind natürlich auch böse Briefe dabei, irgendwie, was haben wir dort alles denn? Ich kann nicht zu viel sagen natürlich, aber es sind halt auf der so... Ja, das hast du so sortiert, das ist interessant, ja. Mhm. Ja, und lustigerweise ist die Kiste viel motivierender. Ein Kollege von mir hat das auch. Den lade ich bald mal ein übrigens. Ja, was machst du denn damit? Willst du denn auch mal in dem? Ja, also sehr selten. Aber es ist dann wirklich spannend zu sehen, wie irgendwie jemand vor 12 Jahren einmal mal schreibt, dass man nie im Leben irgendwie etwas wird ankriegen. Und dann schaust du das eben mal an. Und ein Kollege von mir, der hängt sogar so Artikel auf. Er nennt es Wall of Shame. Und zwar alles, wo schlechte Artikel über ihn sind. Ich lade mal hier und dann soll er das selber erzählen, weil ich will ihn jetzt nicht outen, sozusagen. Aber das tut er dann einrahmen und hängt in seiner Küche auf. Und da ist alles Mögliche dabei. Das ist jetzt zum Beispiel das Letzte, was er drauf da hat, ist irgendwie, wie wenig Geld er gekriegt hat von der Covid-Hilfe. und bei anderen Sachen, eben, ist oft immer so, auch Absagen, oder? Absagen von potenziellen Sponsoren, Absagen von, keine Ahnung, irgendwelchen Menschen, die er wollte zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Das tut er dann immer schön ausdrücken. Oder einrahmen, wenn es schon ausgedruckt ist, und aufhängen. Und das ist sein Motivationsding. Ich kenne jemanden, ich habe mal bei der Swiss geschafft und dann hat es jemanden gegeben, der, glaube so Station Manager war in verschiedenen Ländern und wo dann nachher pensioniert worden ist, hat er in Kloten im Heimatmuseum eine Ausstellung gemacht über sich selbst und hat dann eingeladen. Mhm. Und das hat dann angefangen irgendwie mit Kinderfotos, irgendwelche schlechtes Arbeitszeugnis, das er bekommen hat als Lehrling bei der Swiss. Und sein ganzes Leben eigentlich mit Dokumenten so dokumentiert und das ausgestellt. Und das ist sehr lustig gewesen. Ja, das kann man vorstellen. Also das finde ich cool, eine Ausstellung über sich selber. Hey, wieso nicht? Ich meine, wenn du mich fragst, würdest du eine Ausstellung über dich selber machen? Ich glaube, so viel Narzissmus hat die, dass ich würde sagen, ja, es wäre mir vielleicht nicht ganz wohl, aber ich würde es trotzdem probieren. Weil schlussendlich, jedes Solo-Programm ist eine Ausstellung. Ich kann das auch gar nicht. Selber. Ja, genau. Wir sind ja Exhibitionisten. Ja, logisch, ja. Logisch. Aber nein, ich habe das dann sympathisch gefunden, weil er eben auch, also the good things and the bad things sind hast du dort gesehen, oder? Yeah. Eben auch so irgendwie, das macht einem ja auch Mut. Man denkt, wow, der hat es wirklich wie gebracht, aber irgendwo hat er auch mal irgendwo müssen einschauen oder ein schlechtes Feedback bekommen. Absolut, das ist ja, glaube ich, viel entscheidender eben. Darum sage ich auch, ist ja bei mir die Kiste viel motivierender. Weil klar, genau, Zeugnisse sind natürlich da drin. Alles, was mit der Schule zu tun hat, und dort hat es ein paar Briefe gegeben, das ist auch alles drin. Weil ich bin Katastrophe gesehen in der Schule. Ja? Und das soll nicht heißen, oh, sie geht extra schlecht in der Schule und es kommt dann nachher schon gut. Sondern eben genau nicht das, sondern vielmehr, dass wenn du etwas findest, was du wirklich willst machen und hoffentlich auch gut bist in dem, dass du einfach an dem dann Gas gibst und dass es auch dort immer, ich nenne es aber nicht Rückschritt, ich nenne es auch nicht Scheitern, aber dass es auch dort immer wieder Momente gibt, wo jetzt nicht gerade die Kurve weiter offen geht, sondern das sind dann eben wieder Momente, die einem weiterbringen, einfach vielleicht ein bisschen verzögert. Es gibt ja keine geradlinige Karriere, also heute natürlich noch weniger und auch keine geradlinige Leben, oder? Und das ist auch irgendwie noch interessant, wenn sie so wie du dann siehst, wie das nachher eigentlich kann variieren. Genau. Und darum ist es natürlich extrem spannend, wenn man das dann immer wieder mal auch reflektiert. Oder? Weil was ich extrem wichtig finde bei all diesen Motivationsgeschichten und so. Ich meine, ich habe ein Programm gemacht, das heisst Feel Good Comedian. Jetzt habe ich eins, das heisst Stand auf. Ich habe einen Podcast, der heisst Feel Good Podcast. Ich bin sehr wohl in dieser Welt von man probiert optimistisch Menschen zu motivieren. In einem Programm davor habe ich am Schluss über Depressionen geredet und dann auf das viel Zuschriften gekriegt und probiert irgendwie zu helfen. Das heisst, ich bin sehr wohl in der Welt. Was mich aber immer stört, ist, wenn du dann irgendwie so irgendeinen Supermotivator siehst, wo dann einfach sagt, glaub fest dran, und dann kommt alles gut, fertig.
So, und nie erzählt, dass irgendjemand auch bei ihm einen Rückschritt war. Ich habe immer hart geschafft und dann bin ich erfolgreich geworden. Jetzt gerade im einen Podcast der Barack Obama wieder gesagt hat, jeder Mensch, der nicht irgendjemandem zugibt, dass er noch Glück dabei war, liegt einfach. Weil es kann ja nicht nur einfach, es gibt so viele Menschen, die arbeiten so hart und es passiert nichts in Anführungs- und Schlussstrich, weil das ist ja dann auch nochmal Definition, was ist überhaupt. Er hat sicher vor allem der Trump damit gemeint, oder? Aber. Ja, ich glaube nicht nur. Ich glaube nicht nur. Aber klar, der Trump gewinnt eh immer. Aber das ist genau der Punkt, dass eben auch in diesen Sachen es einen Moment gibt, wo nicht nur einfach. Ja, und ich, eben so die Motivatoren, die raten die eigentlich dazu, alles Negative einfach auszublenden oder unter den Tisch zu rühren und nicht irgendwie einmal drüber nachzudenken oder einfach das zu akzeptieren, dass es halt nicht immer positiv ist. Ich glaube, das Akzeptieren ist wichtig. Das Ausblenden sehe ich als ein Problem. Eben, weil, das sollte man nicht, ja. Weil dann tust du irgendwann vor lauter Ausblenden, tust du dich selber verblenden. Also im Normalfall sollte es so sein, dass wenn etwas passiert, was dir jetzt nicht passt, dann sollte dich das trotzdem stressen, aber du solltest eben sehr schnell können akzeptieren und vor allem nutzen, um irgendwie etwas Besseres daraus zu machen beim nächsten Mal, um irgendwie das als Lektion mitzunehmen. Und dennoch hat Kunst recht gut und das ist dann eben geil, wenn du dann mal so eine Kiste anschaust und dann siehst du so, das kann ja gar nicht sein, wie du 30 Jahre später einen Liebesbrief siehst und du nicht einmal mehr weißt, was dort quasi. Aber das zeigt ja, dass der Fokus sich auch völlig verschiebt. Also ganz andere Sachen sind wichtig und natürlich, also in der Teenie oder auch ein bisschen später Zeit, in dem innen gewesen bist, dann ist das quasi das Fundament von deiner Welt gewesen, was jetzt da die aktuelle Beziehung oder sonst Situation. Und das hilft dir dann eben, wenn du das dann siehst, genauso wie ich dann irgendwie sehe, ah mein Gott, vor 12 Jahren, das ist nur 12 Jahre her, blöd gesagt, das ist aber in meinem Leben gefühlt, ist alles passiert seither, ist auch die Erkenntnis. Und das ist wahrscheinlich eben nicht ausblenden, sondern halt irgendwie etwas daraus machen. Wenn ich mal ein Problem habe, das hat mir jetzt auch geholfen bei dieser Pandemie und so weiter und so fort, so ein klassisches sich selber fragen, ist das in 3 Jahren noch ein Problem? Ist das in 5 Jahren noch ein Problem? Und wenn du kannst ja sagen, dann musst du dich wirklich damit beschäftigen. Aber wie so oft siehst du eben dann schon nur ein paar Monate später, das ist kein Problem gewesen. Und das ist kein Problem gewesen. Also weißt du, das sind dann so kleinere Sachen, die aber in dem Moment die extrem einnehmen und die extrem beschäftigen. Und das hilft, wenn man dann dort ein bisschen rauszoomt und sagt, also wenn wir jetzt mal anschauen, was in den letzten Jahren passiert ist, was ist wirklich entscheidend. Du, das kann natürlich auch negativ sein. Vielleicht sind wir auch im Leben und den Emotionen gegenüber ein bisschen gleichgültiger geworden, wenn das früher so viel bedeutet hat und jetzt ist das so, sagt man ja, okay, 3 Jahre Schwamm. Ich glaube aber nicht, dass man tauber wird. Sondern ich glaube vielleicht kann man einfach besser damit umgehen. Ja, aber ich glaube viel mehr, dass das halt mit dem Rucksack, der sich immer wie mehr füllt, der hoffentlich eben die Erfahrungen wieder kannst abrufen. Und darum, natürlich wirst du immer noch eine Emotion verspüren, ja? Aber du wirst sie besser und schneller einordnen können. Dass wenn dir das erste Mal passiert, keine Ahnung, wenn man das erste Mal eifersüchtig ist, dann zerreißt es einem fast, oder? Mach doch ein Seminar, das heißt Emotionen einordnen. Was machst du? Emotionen einordnen. Das machst doch, du das? Das wäre doch ein guter Titel für ein Seminar. Weißt eigentlich du? Schon, ja. Eigentlich schon. Aber das so wie Kunst aufräumen, oder? Genau. Aber wenn du das erste Mal eifersucht hast, dann bist du so. Ja. Das Schlimmste ever, ja. Und dann irgendwann merkst du, aha, das ist aber zum Beispiel dort unbegründet oder dort ist es begründet wegen dem, da, und so weiter und so fort. Und auf einmal bist du an einem Punkt, wo, wenn du vielleicht früher noch Eifersucht verspürt hast, verspürst sie dann nicht mal mehr. Oder du verspürst sie zwar, aber du kannst gerade einordnen und kannst sagen, ah ja, aber ist ja nicht schlimm.
ist jetzt nur ein Beispiel gesehen, aber es ist wahrscheinlich mit so vielen Emotionen und so vielen Ereignissen, oder? Ich glaube, man lernt einfach besser damit umzugehen. Man, man kennt die Situation schon, man weiß auch, wie man wieder daraus rausgekommen ist oder wie es dann halt einfach wieder unbedeutender geworden ist. Ja. Absolut. Mhm. Ja, Emotionen einordnen. Ja. Neues Seminar, machen wir Weekend, machen wir Weekend in Graubünden, irgendeine Holzhütte, dann gibt es noch ein bisschen Atemübungen zuerst, Drehgänger am Samstag oben und so Zahnschläge und dann kannst du sicher 2.500 verlangen pro Person. Dann kann man sich gegenseitig die Emotionen einordnen. Absolut. Dann tun wir einen Tag tun wir Emotionen an den Boden legen. Ausbreiten. Ja. Und zwar zuerst schreibst du sie mal auf einen Zettel ja, und nachher musst du aus einer Spielkiste musst dann verschiedene Gegenstände rausnehmen, wo die verschiedenen Emotionen bedeuten. Oder? So wie es gibt doch Familienstellen, kennst du das? Muss man irgendwie so. Ja, wenn man irgendwie schwierige Situation, ich habe nur so ein Halbwissen über Familienstellen. Da musst du irgendwie, wenn du ein Problem hast in der Familie, musst du irgendwie, gerade mit Spielfiguren anstellen, wer wo ist und in welcher Funktion und wie die miteinander funktionieren und dann wird das auch sehr gut auseinandergenommen und vielleicht nachher am Schluss eingeordnet. Das ist wie was mir mal Kollege, würde ich jetzt mal sagen, erklärt hat mit dass eben auch zum Beispiel, wenn du ein Problem hast oder wenn du auf irgendetwas angehst, dass du dann eine Gerichtsverhandlung mit dir selber machst, wo du alle Positionen mit dir selber besetzt. Oh, das ist so Advocatus Diaboli-mäßig, weißt du, so irgendwie. Es ist absurd. Es ist wirklich, aber es macht irgendwie Sinn, dass einfach, du spielst eine Gerichtsverhandlung durch mit dem Problem, wo du sagst, in dem Fall. Der Joel ist vor Gericht wegen diesem Problem. Mhm. Er wird verteidigt vom Joel. Mhm. Er wird vom Staatsanwaltschaft Joel wird er angeklagt für das und das und das. Und am Schluss entscheidet der Richter Joel, was jetzt mit dem passiert. So viel zum Thema Gewaltentrennung. Gell? aber dann kannst du sagen, Einspruch, euer Ehren. Und dann kannst genau. du irgendwie so... Ja, ja. Also ich glaube, es bedingt, dass man nicht schon große Persönlichkeitsstörung hat. Sonst wird es kompliziert. Das ist wahrscheinlich eher förderlich für eine Schizophrenie. Also, genau. Aber das ist dann gut, machen wir. Emotionen einordnen, Seminar, 2.500 Stutz am Weekend, ein bisschen Spielsachen anstellen, um die verschiedenen Emotionen darzustellen. Und wir können ja Schauspieler nehmen, wo jeden andere Emotion darstellt. Dann. Ah, großartig. Ich bin wütend. Ich bin die Wut. Das macht mich traurig. Ich bin der Hass. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Das machen wir. Und in Graubünden. Irgendwie. Ich sehe muss Graubünden vor mir bei so Sachen, weil ich mal in so einem Spukschloss in Anführungs- und Schlussstrich gesehen bin. Im Val Sinestra. Ja, genau. Val Sinestra. Und dort... Es gibt ja irgendeine Dark-Metal-Band, die sich jetzt so nennt, glaube ich, irgendwie. Aber nicht aus der Schweiz, sondern international. Okay. Ja. Und an dem Weekend, wo ich dort gefilmt habe, ist noch irgendeine holländische spirituelle Guru dort gesehen. Und der hat gesagt, Emotionen. Nein, es ist nicht um Emotionen gegangen. Also, ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben. Sie haben aber, glaube ich, irgendwelche Geister austrieben und so. Und, also in echt, also sie haben das geglaubt, dass das Geister sind. Luke, es weiß niemand, was sie machen. Ja. Das ist eben genau der Punkt. Ja. Du musst sehr viel Geld zahlen, dass du dann dort drin bist. Aber ich habe dann tatsächlich gesehen, wie sie, von außen habe ich gesehen, wie sie in einem einen Raum gesessen sind, alle so im Kreis und irgendwie so, irgendwann macht das Fenster auf und hat so Bewegungen gemacht. Weiche. Irgendwie entweder hat er jemanden geholt oder er hat jemanden weggeschickt. So. Auf jeden Fall. Sehe ich immer so Graubünden. Finde ich irgendwie gut für so etwas. Ja. Kann man sicher auch noch verbinden. Am Schluss gibt es noch irgendwie eine kleine Mixed-Show. Haben ja alle Zeit. Sehr cool. Büssi, Helga Schneider, Rob Spence. Direkt von Langenthal übergeschoben und dann kriegen wir das an. Aber Spiritismus mit Comedy verbinden, das gibt es, glaube ich, das ist wirklich spirituelle neu. Comedy? Ja. Ja, also was ich mir ernsthaft schon mal überlegt habe, ist Comedy-Therapie. Das ist natürlich ein starkes Wort, wenn man Therapie würde sagen, man müsste es vielleicht anders nennen, aber... Aber mit dem Feelgood-Podcast bist du ja wirklich schon auf dem Weg dorthin eigentlich, oder? Bei mir ist es tatsächlich so gesehen, dass Stand-Up mich therapiert hat. Also, seit ich Stand-Up mache, mir
schon mal deutlich besser geht. Also das Feel-Good-Podcast, das bezieht sich vor allem darauf, dass du dich dann gut fühlst, oder du willst ja, dass andere sich gut fühlen. Wenn sie dann, das geht jetzt nicht um einen Podcast, sondern ja, effektiv. Als Feel-Good-Comedian, oder bist du ja unterwegs. Weder noch, also ich rede jetzt wirklich rein von Stand-Up-Comedy. Ja. Hat dazu geführt, dass ab dem Tag, wo ich einfach Stand-Up mache, ist es mir besser gegangen. Und ich rede jetzt nicht einmal vom Auftreten und sind Menschen da, sondern vom Prozess, dass ich etwas erlebe oder dass ich eben eine Emotion habe oder was weiß ich und dass ich mir das aufschreibe. In dem Moment, wo es passiert oder kurz danach. Ja? Und dass ich den Tag, zwei Wochen, vielleicht ein Jahr später, das dann mal anschaue und probiere einzuordnen. Ja? Eben, Emotionen einordnen, dort kommt es wieder. Warum habe ich mich dort so gefühlt? Was ist genau passiert? Da, 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 da. Und das probiere lustig zu machen. Und mit dem Robin Rehmann im Podcast haben wir ja schon mal ein bisschen über das geredet. Ja. Ich habe wirklich das Gefühl, eben Therapie ist vielleicht, es muss ein Teil von einer Therapie sein, überhaupt. Ja. Weil man darf sich ja nicht einfach Therapeut nennen. Außer im Kanton Appenzell. Ist das so? Ja, ich glaube, ja. 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 Im Kanton Appenzell darfst du sehr viel. Auf jeden Fall, wenn man eben ein Problem hat und das probiert, komödiantisch irgendwie zu verarbeiten, dass man durch das dann auch das Problem selber verarbeitet, hundertprozentig. Weil auf einmal kannst du Sachen ein bisschen anders aussprechen, auf einmal kannst du Sachen deutlicher konfrontieren, wo die vielleicht privat mega beschäftigt haben, aber weil du jetzt einen guten Witz darüber hast, ist das dann schon eine Form von Verarbeitung. Aber das sage ich jetzt als selbsternannter Marketing-Experte, mach das, weil das ist wirklich gut, also ernsthaft, das ist wirklich eine gute Kombination, weil sonst sind ja so Themen immer auch ein bisschen schwermütig, wenn du etwas musst aufarbeiten musst. Yeah. Und da kannst du es wirklich mit, im wörtlichsten Sinn mit Spass verbinden. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt. Mhm. Und ich weiß einfach nicht, wo ich. Gut, jetzt hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit momentan, aber wenn dann wieder solo ist und so. Aber vielleicht müsste man wirklich so ein Seminar machen, wo man halt ein bisschen abgrenzt. Ich kann nicht jeden Tag irgendjemanden treffen, um das zu machen. Aber wenn man es würde ein bisschen abgrenzen und sagen, keine Ahnung, alle drei Monate. Gibt es mal ein paar Tage hintereinander und wenn ich das genug frei plane, dann kann ich das logischerweise auch für den Tourplan blockieren. Dann sehe ich das als realistisch. Das musst du machen, das bringt Freude in die Welt. Also, ja. Hast du mal eine Idee gesehen? Vielleicht muss ich das wieder mal ein bisschen verfolgen. Ja. Komme Therapie. Ne? Terra Comedy. Terra. Comedy P. Ja, eben. Ja. Der Name, am Namen müssen wir noch schaffen. Ja. Definitiv. Komme P. Nein. Gut, so, jetzt haben wir trotzdem 51. Ja. Gut, noch ein bisschen vorgeschwätzt haben wir gehabt. Aber runde 50 Minuten. Ja, ist doch eine gute Länge, ja. Ja, eh. Also, ist ja immer noch gratis, was wir da machen. Noch ist es gratis. Christoph, schön wieder mal mit dir ein bisschen über alles Mögliche geredet zu haben. Vielleicht habe ich eine neue Business-Idee. Ah, dann müssen wir dann noch über das Finanzielle reden. Ja, absolut. Und den Beweis habe ich ja, woher die Idee kommt. Nein, ich habe es erfunden. Nein, es ist aus dem Gespräch erwachsen. Zum Glück habe ich dann angefangen mit, ich habe ja schon lange die Idee gehabt. Ah. Bis nächste Woche. Ja. Haben wir wieder Gast und Gästin. Das ist very fantastic, oder? Ja, so ist es. Alles Liebe, allen danke fürs Zuschauen. Podcast at joelvonmutzenbecher.ch. Falls man auch Comedy-Therapie will, kann man sich gerne schon mal melden. Peace. Wupp, wupp, wupp. We'll be right back.